Fast 8 Jahre lang ist es geschlossen gewesen. Das Kulturzentrum Mattersburg. Auf rund 4.800 Quadratmetern ist jetzt nach einer umfassenden Sanierung und Erweiterung wieder ein Zentrum für Kultur völlig neuen Zuschnitts, das Wissenschaft, Bildung und Kultur mit dem Schwerpunkt Literatur an einem Ort versammelt, geschaffen worden. Es umfasst die Kulturbetriebe Burgenland mit Veranstaltungssaal, Büro- und Ausstellungsbereich, das Landesarchiv mit Büros, die Landesbibliothek, das Literaturhaus und die Volkshochschule. Diese kulturpolitischen Schwerpunkte, diese Initiativen, die haben in Burgenland Tradition. Die gehen zurück auf Gerald Mader, die gehen zurück auf Fritz Sinowatz. Bildung ist das Wichtigste, das wir unseren Kindern mitgeben auf ihren Lebensweg. Ständiges, ein lebenslanges Lernen ist das Wichtigste auch für die Bevölkerung. Kultur ist dabei ein immanent wichtiger Träger. Ja, man könnte auch sagen, Kultur bildet die Gesellschaft. Und das Kulturzentrum Mattersburg ist auf den Tag genau vor heute 46 Jahren eröffnet worden und war somit das erste in ganz Österreich ein Kultur- und ein Bildungszentrum. Das Kulturzentrum Mattersburg ist nicht nur ein Haus der Kultur gewesen, es ist ein Haus der Begegnung. Darum freut es mich heute besonders, nach einer Pause von 8 Jahren dieses Haus wieder öffnen zu können für die Leute, für die Menschen, die sich hier wieder begegnen können. Zwischen Schließung und Sanierung lagen viele Diskussionen rund um den Denkmalschutz. Aus diesem Grund wurden Teile des Gebäudes abgerissen, der denkmalgeschützte Bau im Stil des Brutalismus saniert und das Haus erweitert. Denkmale sind einfach Objekte, die brauchen auch eine Funktion und sie leben auch und entwickeln sich weiter. Und das ist, glaube ich, hier ein sehr gelungenes, herausragendes Beispiel. Die Restaurierung der Sichtbetonoberflächen ist doch die größte Restaurierung, die in Österreich derzeit stattgefunden hat, an diesen Sichtbeton. Uns war ein Ziel, dass das Gebäude spürbar und erlebbar ist und dass man sich sehr einfach orientieren kann. Deswegen haben wir auch sehr unterschiedliche Raumsequenzen geschaffen, Durchblicke, um die Kommunikation zwischen den Nutzern zu ermöglichen. Also wir empfehlen, durchs Haus zu gehen und einfach das auf sich wirken lassen. Architektur wirkt. Mit der Übersiedlung in das neue Kulturzentrum machen das Landesarchiv und die Landesbibliothek einen Schritt auf die Bevölkerung zu. Durch eine Digitalisierung des Archivs soll der öffentliche Zugang noch weiter erleichtert werden. Besucher werden hier die gesamte Literatur über und aus dem Burgenland finden, von der Ortschronik bis zum Gedichtband und selbstverständlich die gesamte wissenschaftliche Literatur über unser Land. Außerdem alle je im Burgenland erschienenen Zeitungen und Zeitschriften, aber auch andere zeit- und kulturgeschichtlich interessante Drucksorten wie Broschüren und Plakate. Das Besucherservice in Eisenstadt im Landhaus Alt bleibt aber erhalten.